Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zur ersten Primetime zu Wuppertal. Und zwar ist das ein ja, kleines, nettes, neues Format, was wir einführen wollen. Und da soll generell über Wuppertal gesprochen werden, vielleicht auch über Ruhrgebiet zukünftig dann. Und ja, direkt von der Entwicklung sozusagen des Add-ons. Und möchten halt dann eure Fragen, die euch so interessieren, generell über Wuppertal und Ruhrgebiet, die möchten wir dann hier beantworten. Und mit der ersten Folge wollen wir halt über Wuppertal sprechen und zukünftig könnt ihr dann einfach unten in den Kommentaren dann schreiben, also unter dem Video in den Kommentaren könnt ihr dann schreiben, was euch interessiert, was ihr für Fragen habt. Ja, das kann natürlich alles über Wuppertal, über das Ruhrgebiet sein und auch gerne mal zwischendurch private Fragen, nur das halt nicht im Fokus, sondern es geht eigentlich eher um die Entwicklung zu Wuppertal und Ruhrgebiet. Ja, und da haben wir ein paar Fragen gesammelt von euch bei Facebook und da möchte ich einfach mal so ein bisschen drauf antworten. Und zwar kam da die erste Frage über Wuppertal selbst, also generell alles über Wuppertal heute in der Folge. Und zwar kam da, wie gesagt, die erste Frage, wann wird denn Wuppertal erscheinen? Ja, und da kann ich noch nicht wirklich was zu sagen, weil wir einfach auch noch nicht wissen, wie lange die Entwicklung dauert. Grob geschätzt können wir halt sagen, dass wir anpeilen, den Sommer 2018 den Release zu veranstalten. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Das kann jetzt eigentlich nächsten Monat sein, das kann aber auch im Juni, Juli, August sein. Und so ganz sind wir uns da noch nicht sicher, weil halt auch noch die Entwicklung noch nicht so weit ist, wie wir uns das derzeit vorstellen. Und wenn wir so relativ weit sind und wir sagen, okay, jetzt können wir ungefähr abschätzen, so in 2 Wochen, 3 Wochen können wir in den Release gehen, dann werden wir das euch natürlich auch relativ früh mitteilen, sofern wir die Möglichkeit haben. Aber wie gesagt, das Produkt soll erstmal fertiggestellt werden und wir wollen uns diesmal auch selber keinen großen Zeitdruck geben, damit das am Ende nicht schnell, 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 sondern wir wollen dann doch lieber uns ganz gelassen, ganz in Ruhe auf den Release vorbereiten. Und das war bei dem einen oder anderen DLC in der Vergangenheit dann doch am Ende sehr, sehr ja, hartnäckig, der Termin. Und das wollen wir halt diesmal nicht. Wir wollen das ganz in Ruhe machen, damit auch wirklich alles fertig ist. Und dann werden wir auch in den Release gehen. Und deswegen kündigen wir auch den Release noch nicht an, weil nachher sind dann wieder Leute enttäuscht, wenn es dann doch mal noch mal einen Monat länger dauert. Genau. Dann kam die Frage, wird es eine Box-Version geben? Und da kann ich sagen, ja, das wird es geben. Die wird aber später herauskommen als der Download-Release, wie das aber um sie so gewohnt ist. Also später dann halt als Box, vorher dann als Download. Ja, genau. Dann haben wir noch die nächste Frage, wird denn Wuppertal auch über Steam erscheinen? Und das habe ich ja gerade schon eigentlich in der vorigen Frage beantwortet. Ja, das wird natürlich über Steam auch kommen. Das wird halt so auch das erste Format sein, worüber es kommt. Und ja, das kommt ja eigentlich immer relativ gut an, auch diese Download-Version. Wobei, wie gesagt, eine Box-Version dauert halt immer ein bisschen länger. Das muss produziert werden, das muss dann an die Läden verschickt werden. Also das ist ein langwieriger Prozess, deswegen geht das nicht relativ schnell, sondern das dauert immer halt sehr lange. Und deswegen dauert das halt mit der Dockbox natürlich auch ein bisschen länger. Und mit der Steam-Version dann doch relativ schnell, ja. Genau. Und dann haben wir noch eine Frage gehabt, die fand ich relativ interessant. Und zwar hat einer gefragt, kommen denn in späteren Updates weitere Buslinien? Also Schwebebahnlinien kann ja nicht sein, es gibt ja nur die eine. Aber kommen denn weitere Buslinien dazu? Und da kann ich derzeit auch noch nicht wirklich was sagen. Wir liefern ja im Grundspiel, sozusagen also im Grund-DLC dann von Wuppertal erstmal die vorhandenen Linien ab. Also liefern wir mit und können uns gegebenenfalls vorstellen, natürlich bei entsprechendem Erfolg, dann auch zu sagen, wie bei Ruhrgebiet, okay, wir machen noch eine Linie und da noch eine Linie und da noch was und da noch was. Also das können wir uns ganz gut vorstellen. Wenn dann halt natürlich auch Wuppertal den Erfolg dann halt auch bringt, weil das lohnt sich sonst nicht, da noch mehr zu machen. Ja, also das ist dann immer ja so ein freiwilliges Dankeschön von uns, ja, um natürlich auch zu sagen, ja, danke, dass ihr das geholt habt und freuen uns dann natürlich auch und würden dann halt auch entsprechend dann sagen, okay, ja, wir machen noch eine Linie. Also wir haben da noch so die ein oder andere Linie, die interessant klingt.
Und die wir auch noch gerne mitliefern wollen würden, das aber halt, wie gesagt, zum Sommer auch nicht schaffen würden. Und wir können uns aber vorstellen, dass in 4, 5, 6 Monaten danach die vielleicht noch nachzuliefern. Das müssen wir aber uns dann halt anschauen, wenn Wuppertal so 3, 4 Wochen am Markt ist. Und können uns dann halt auch vorstellen, halt noch die eine oder andere Linie noch dazu zu nehmen. Wie gesagt, Wuppertal hat ein sehr großes Spektrum an Linien und die wirklich auch interessant sind. Und sind, muss man dazu sagen, aber auch dazu sagen, es sind in dem Basisspiel ja schon, sag ich mal, sehr, sehr große Linien dabei, die wirklich auch einen sehr interessanten Linienverlauf haben. Und da ist man eigentlich relativ schon gut abgedeckt. Und wenn man dann natürlich noch das ein oder andere mehr möchte, dann können wir uns halt auch, wie gesagt, dann vorstellen, diese Linien noch nachzuliefern. Ja, die nächste Frage, die zieht eigentlich auf der vorigen Frage schon ab. Und zwar wird es die Linie CE64 und die Linie 635 geben. Und ja, eigentlich ist das, habe ich das schon mit der letzten Frage beantwortet. Wie gesagt, wenn Kapazität da ist nach, nach der Wuppertal-Release und sofern wir auch die Zeit haben, das noch zu machen und auch, wie gesagt, Motivation natürlich dann auch da ist, das muss ja immer, ist ja immer ein bisschen auch mit Motivation verbunden und wie gesagt, wenn der Erfolg von Wuppertal da ist, können wir uns wie gesagt auf jeden Fall auch vorstellen, noch mehr Linien euch anzubieten und genau, also wie gesagt, die Frage wurde eigentlich schon mit der letzten Frage beantwortet und würde dann auch direkt einfach mal zur nächsten Frage gehen. Und zwar gab es die Frage, hoppala. Wann wird es bewegte Bilder zur Wuppertal geben? Ja, das, ich sagte, wir sind halt auch noch in der Alpha, im Alpha-Stadium, also wir sind noch weit weg vom Beta-Stadium, wo dann auch wirklich Nordrhein TV Play, die Marionetten, Felix spielt und so auch dazukommen. Also davon sind wir einfach noch zu weit entfernt und bewegte Bilder gibt es nicht vor, wie vorher bei Ruhrgebiet und Mallorca und Straßenbahn und also das gibt es nicht frühzeitig diesmal, sondern das kommt wirklich erst kurz vorm Schluss, weil wir möchten euch das fertige Produkt zeigen und das macht keinen Sinn, da vorher schon bewegte Bilder zu zeigen. Ja? Dann wird der eine oder andere vielleicht schon enttäuscht sein und sagen, oh, das ist aber alles noch gar nicht fertig und das ist schade, wenn das so in die Release-Version kommt. Deswegen, um solche Geschichten halt vorwegzugreifen. Nein, wir zeigen dann erst dann, wenn es fertig ist, weil dann kann man auch wirklich das vernünftig bewerten und vorher wird das nicht passieren. Dann kam also jetzt wirklich einer der interessantesten Fragen, die euch wirklich sehr bewegt hat, ja, also wirklich Diskussionen und Kommentare ausgelöst hat und ich finde das immer ganz gut, wenn das so viel Diskussion ist und dann sieht man halt auch, wo die Richtung so ist bei euch und was ist eigentlich mit den Nachtexpresslinien, ja, also wir hatten da eine wunderschöne Umfrage gehabt und da ging eigentlich zwei Varianten ganz deutlich hinaus, weil wir haben gesagt, wir wollen gerne einen Nachtexpress anbieten, können dies aber nicht wirklich tun, weil die Strecken überhaupt nicht da sind. Also in Wuppertal ist das mit den Nachtexpresslinien sowieso so eine ganz komische Geschichte. Die fahren da irgendwie alle oder fast alle in einer Art Ringlinie. Und die Straßen, wo die Nachtexpresse fahren, die gibt es zum Teil auf Wuppertal im Add-on schon drin, weil wie gesagt, die Linie 611, also wir haben schon ein sehr großes Spektrum an Straßen in Wuppertal abgebildet, aber halt nicht alle Straßen, ja, weil wie gesagt, wir wollen uns ja auf zwei, drei Linien konzentrieren und da halt dann auch qualitativ was sehr Hochwertiges bringen. Und wie gesagt, da war halt die Frage, was ist mit den Nachtexpressen, ja, weil wo die Nachtexpresse fahren, diese Straßen gibt es bei uns im Add-on nicht und was machen wir damit? Da kamen dann, wie gesagt, diese zwei größeren Mitglieder, Fans, Nutzer kamen da zusammen und so der eine große Teil, also ich würde sagen, das ist fast 50-50, also es waren 43 Leute haben für C gestimmt, 38 für B, also wie gesagt, fast 50-50. Und zwar hat sich der leicht etwas größere Teil sich entschieden dafür, wir bauen einen NE1 und einen NE2 mit einer fiktiven Strecke entlang der Linie 611 und Linie 608. Ja, also das war so der etwas größere Teil. Und der leicht etwas kleinere Teil hat gesagt, ah, baut lieber gar keinen Nachtexpress, sondern weil, wie gesagt, die Strecken gibt es ja nicht, aber baut die
Nachtexpresslinien als KI-Linien rein, ja. Also das ist dann wie bei Hamburg, die spawnen an einem Kartenende, fahren dann da rum und die spawnen dann wieder da, wo also natürlich reale Streckenführung und die spawnen dann wieder da, wo es dann halt die Karte wieder endet. Und das könnten wir halt auch einbauen und das war leider der etwas kleinere Teil. Ich möchte aber, weil es gerade 50-50 ist, möchte ich ungerne jetzt mich da schon entscheiden und sagen, jo, wir machen jetzt, der leicht größere Teil hatte ja gesagt, wir sollen eine fiktive Nachtexpresslinie einbauen und der etwas leicht kleinere Teil hat gesagt, halt gar kein Nachtexpress, nur diese reale Kalinin. Und ich möchte halt mich da selber auch noch nicht so ganz festsetzen, weil wenn ich jetzt sage, ah, wir bauen jetzt doch die fiktiven Strecken, dann meckert die andere Hälfte rum, oh, hier, wie könnt ihr nur und wie, was macht ihr nur? Und wenn ich das umgekehrt mache, dann sagen die anderen, oh, dann kann ich aber nachts keine Linie fahren. Ja, und ich will da gucken, dass ich irgendwie so die goldene Mitte vielleicht finde zwischen diesen beiden Segmenten. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Ob zu was ihr eher tendieren würdet. Wie gesagt, ich will mich da noch nicht festsetzen. Das werde ich kurz vor Release werde ich mich da erst festsetzen, weil, wie gesagt, das spaltet euch ja doch relativ sehr und möchte da mich noch nicht da irgendwie mit meiner Meinung irgendwie auf der einen Seite hinsetzen und sagen, ja, jetzt bleibe ich hier. Also ich bin da auch noch so sehr zwiegespalten, was ich da machen möchte. Und da möchte ich bis dahin einfach eure Diskussion noch ein bisschen weiter verfolgen. Vielleicht kann die eine Gruppe ja die andere Gruppe so ein bisschen umstimmen noch, ne? Und die andere Gruppe da. Also, dass wir so ein bisschen also wirklich einen eindeutigen Part haben. Ja, und die Variante A, die wir zur Auswahl gestellt haben, das hat eigentlich, glaube ich, nur 7 oder 8 Leute interessiert. Also, das können wir ganz vergessen. Ja, dann würde ich gerne zur nächsten Frage gehen. Und das hat euch auch wirklich wieder, wobei das war doch schon ein sehr eindeutiges Ergebnis, aber es gab wieder den einen oder anderen, der natürlich wieder aus der Reihe getanzt ist, aber finde ich ganz interessant. Ist ja auch nicht schlimm, jeder soll da seine eigene Meinung haben. Und zwar gab es die Frage, wird es oder soll es Chrono-Events auf Wuppertal geben? Ja, und da haben tatsächlich ganze stolze 204 Leute gesagt, ja, das wollen wir, ja, mit einem Ausrufezeichen meistens noch dahinter. Und die anderen, die letzten 9, ja, die mitkriegen 9 Leute, haben gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Und aber irgendwie keine Begründung geliefert. Ja, ich weiß nicht warum. Also ich finde immer eine Begründung finde ich mal viel besser, weil dann kann ich auch mir so meine eigene persönliche Meinung noch dazu bilden. Aber gut, das war ein ganz klares Ja. Und die sollt ihr dann natürlich auch bekommen. Also wir werden Chrono-Events für Wuppertal machen. Möglichst realitätsnah dann natürlich wie bei Ruhrgebiet. Und da müssen wir mal schauen, was wir da bieten können, weil wirklich Ausweichstrecken haben wir nicht, wirklich allzu viele. Also entlang der Talachse haben wir da genug, aber dann, wenn es dann auf die Berge geht, dann hoch, dann ist das halt eher nicht so. Und mit den Ausweichstrecken. Und müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Ob wir da also Baustellen und so, klar, das ist immer so eine Sache, das kann man machen. Aber jetzt so richtig große Mega-Events, wo ganze Straßenzüge abgesperrt sind wegen Demonstrationen oder was weiß der Geier. Das ist halt dann nicht möglich. Das ist natürlich bei Ruhrgebiet möglich, weil die Karte einfach viel flächendeckender ist. Ja, die ist wirklich groß. Ich habe etliche Ausweichrouten. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig dann bei Wuppertal mit der Talachse halt. Also im Talachse wird das wohl noch funktionieren, aber halt außerhalb der Talachse ist es halt sehr, sehr schwierig. Also, ihr werdet definitiv Chrono-Events bekommen. Freut mich auch, dass die Chrono-Events so extrem krassen Anspruch für euch finden. Ja, und wie gesagt, die 9 Leute, die da gesagt haben, nee, lieber doch keine Chrono-Events, also von denen habe ich auch wirklich keine Begründung irgendwie be bekommen oder mitbekommen. Ja, das sind dann wahrscheinlich die 9, die sagen, nee, wir wollen das nicht, wir kaufen das Addon eh nicht. Und das sind dann die 9, die den anderen 204 Leuten das wahrscheinlich nicht wünschen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, liefert mal bitte eine Begründung. Ja, das ist dann hilfreicher als zu sagen, ja, nein, aber Begründung oder keine Ahnung. Finde ich dann immer so ein bisschen blöd. Aber ich möchte noch gerne zur allerletzten Frage von heute kommen. Und das hat noch mal größere Wellen geschlagen als das, was vorher war. Fand ich auch wieder super interessant. Also wir haben übers Fantreffen gesprochen. Und ich weiß, bei euch kommen die Fantreffen immer mega, mega gut an, weil wir halt auch diese exklusiven Betriebshofführungen haben, die man sonst nicht hat. Und
man halt einfach untereinander persönlichen Kontakt hat. Ja, also die Nutzer, die man dann überall bei Facebook täglich in den Kommentaren liest, dann sind einige von euch dabei und die unterhalten sich dann, die anderen, weiß nicht, diskutieren da unter den Foren, also unter den Kommentaren, unter den Beiträgen untereinander, aber dann da auf dem Fan-Treffen, dann sind sie da Himmel und Erde und Feuer und Flamme und verstehen sich dann da ganz gut und finde ich immer ganz toll, dass ihr euch da untereinander auch dann so gut dann versteht. Und ja, da haben wir dann über 408 Leute haben wirklich abgestimmt. Ich habe so mit 100 gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber es haben echt wieder 408 Leute abgestimmt. Und das auch wieder finde ich richtig toll, so 50-50, ja, also 46% haben sich gewünscht, dass beim nächsten Fan-Treffen bei Ruhrgebiet dabei zu sein und 54% haben sich gewünscht, bei Wuppertal dabei zu sein. Und ja, dann kam halt wie gesagt die Frage, wann wird es dann das nächste Fan-Treffen geben? Also wir können definitiv sagen, es wird diesen Sommer zwei Fan-Treffen geben, weil sonst haben wir das immer ein Sommer, ein Winter-Fan-Treffen, diesen Sommer zwei Fan-Treffen und eins in Ruhrgebiet, hier wahrscheinlich dann in Gladbeck, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum irgendwo in der Ecke. Und das andere wird es in Wuppertal geben. Gut, da brauche ich nicht wirklich viel zu sagen, wo es dann dahin geht. Da bin ich dann jetzt die Tage im Gespräch mit der Wuppertaler Stadtwerke, wo wir das machen können, wie viele damit können. Weil von euch, wie gesagt, also wir haben immer so um die 70, 80, 90 Anmeldungen. Und es dürfen meistens dann immer nur 25 mit. Das ist dann, wer als erstes kommt, der malt auch zuerst. Und das ist halt immer sehr wenig. Man muss aber berücksichtigen, diese Betriebshöfe, diese Betriebe sichern sich ja auch ein bisschen ab, weil wenn da zwei Leute uns die Werkstatt, sage ich jetzt mal, zeigen bei der Schwebebahn und da 70 Leute rumlaufen, ja, und dann einer da, wenn da was passiert, also einer von der Schwebebahn erfasst wird, was wir natürlich nicht hoffen wollen und was wahrscheinlich auch nicht passieren wird, aber ne, im schlimmsten Fall kann das einfach passieren oder man fällt da das Gerüst herunter oder so. Bei 70 Leuten ist das sehr schwer zu kontrollieren und bei 24 ist halt viel einfacher. Deswegen habt da auch ein bisschen Verständnis, dass 24, 25 Leute meistens immer nur mit können. Das geben aber nicht wir vor, sondern das geben die Betriebe vor. Wenn die sagen, ihr dürft mit 70 kommen, dann kommen wir auch mit 70. Das war ja bei der Bogestra damals so, was man auch im Bild jetzt gerade sieht. Da waren wir mit einer relativ sehr, sehr großen Gruppe, da waren wir mit 74 Leuten, weil es gab keine Begrenzung, ja, und deswegen war das ganz cool, dass mal so viele mit waren. Das Blöde ist natürlich bei so großen Gruppen immer, man verliert auch den Kontakt so ein bisschen, ja. Also man, wenn 74 Leuten mir oder von unserem Team Fragen gestellt werden, dann ist das immer sehr, sehr schwierig zu beantworten, alle 74. Und mit 25, da kann man mal eben eher sagen, ja, Kevin, wie läuft das hier? Und Paddy, wie läuft das da? Und Amy, was machen wir hier? Und was machen wir da? Also, ne, das ist von Teamseite her ist das halt auch sehr schwierig, bei 70 Leuten die Fragen alle zu beantworten. Und deswegen seid da ganz froh auch rüber, wenn man mal nicht dabei ist, ja, und wenn dann 25 andere das Glück hatten. Aber wir gegeben die Termine auf jeden Fall rechtzeitig bekannt. Und ihr könnt euch da rechtzeitig drauf natürlich wieder bewerben, wie immer. Einfach schreiben hier, ich bin dabei, wir schreiben Name auf, Anreise und genau, ja, zu welchen Treffen natürlich. Und sobald wir die beiden Termine wissen, geben wir die euch bekannt. Ja, wir sagen, wo es hingeht, was genau der Ablauf ist und ja, genau, so wird es dann ablaufen. Ja, das war's von der ersten Folge hier Primetime zu Wuppertal und dann auch Ruhrgebiet demnächst. Stellt eure Fragen gerne unten in den Kommentaren. Wir würden uns darüber sehr freuen, die zu beantworten in der nächsten Folge. Und wir gucken, dass wir das so jetzt alle 2 Wochen, eine oder jede Woche sogar, ein so ein Video machen für euch und eure Fragen da beantworten. Also wie gesagt, stellt eure Fragen, stellt alles, was ihr wollt. Ja, und suchen uns so die 5 bis 10 besten raus und versuchen die dann auch zu beantworten. Und ja, hoffe, dass dieses Format, dieses neue kleine Format, was wir jetzt hier rausbringen, ganz gut bei euch ankommt und würde mich sehr freuen, wenn wir da zukünftig auch noch mehr Fragen bekommen, um die auch wirklich beantworten zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und würde sagen, bis zur nächsten Primetime. Bis dann. Tschüss.